Was für eine Farbenpracht am oberen Bildschirm. Willkommen zurück zu Mario und Luigi, zusammen durch die Zeit. Im letzten Part hat Luigi endlich die Erlaubnis gekriegt, das Sternentor zu durchschreiten, nachdem er ja trotz dem Aurora-Block, den er ja gefunden hat, eine Frage beantworten musste, auf die es irgendwie keine richtige Antwort gibt. Naja, aber letztendlich hat das Sternentor ja dann doch erkannt, dass Luigi reinen Herzens ist und hat ihn durchgelassen. Na, das war im letzten Part schon ziemlich witzig. Tja, wir haben auch hier dieses Rätsel mit den Farben gelöst und können jetzt zum Nicht-Erschrecken, denn jetzt kommen wir wieder in einen Bereich, der vollkommen anders aussieht. Ihr merkt jetzt hier so auch Palast und so. Gibt es eine ganz interessante Tatsache. Also ich sehe das hier immer so an als den echten Sternenschrein. Hier soll ja auch irgendwo ein Kobaltsternsplitter versteckt sein. Und ich habe früher echt immer geglaubt, ich habe es ja im letzten Part schon erwähnt, so den Piranha-Planeten, da machen wir ja kurz mal platt. Oh, es sind sogar zwei. Okay, gut, was wollte ich sagen? Oh, die Attacke ist fies. Aufpassen. Okay, tja, und ich habe früher immer gedacht, also ich glaube, das hier ist so der echte Sternenschrein. Hier soll ja auch der Kobaltsternsplitter irgendwo versteckt sein und so. Und ich habe früher echt immer geglaubt, dass dieser Bereich, nur weil er anders aussieht, also man hört ja ganz eindeutig an der Hintergrundmusik und auch wenn man abspeichert, sieht man ja, dass das hier ja immer noch derselbe Abschnitt ist. Also das hier zählt immer noch zum Sternenschrein dazu, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber ich habe früher immer geglaubt, dass das hier ein anderer Bereich ist. Also ich habe früher immer geglaubt, dass nach Sternenhügel und Sternenschrein das hier jetzt wieder ein anderer Bereich ist, der nochmal anders heißt, aber ich habe früher den Namen nie richtig rausfinden können, weil es ganz einfach keinen anderen Namen gibt. Das hier ist immer noch der Sternenschrein, nur ich sehe das ja also als den richtigen Sternenschrein an. Also das Tor davor hat nur so den Weg blockiert, damit kein Unbefugter reinkam, dann dieses Rätsel da, damit man erkennt, ah ja, die können das Rätsel lösen, die dürfen rein. Und das ist jetzt so der richtige Sternenschrein, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber ich habe das früher echt nie gecheckt und habe, glaube ich, erst ganz spät, irgendwie Jahre später erst rausgefunden, dass das hier ein anderer Bereich ist. Ja. Aber naja, sieht halt auch komplett anders aus jetzt mit den Grafiken und so. Sieht aber meiner Meinung nach noch besser aus. Also hier im Sternenschrein holen die echt das Allermöglichste von der Grafik des DS raus. Und das sieht wirklich echt wunderbar aus. Okay. Kopierblume haben wir auch bekommen. Hervorragend. Level up für Mario. Ich habe ja im letzten Part, also als ich den letzten Part... Oh Mann, das sind gute Zahlen und ich kriege trotzdem nur einen Dreier. Was wollte ich sagen? Im letzten Part, also gegen Ende des letzten Parts, habe ich in dem Bereich da vorher nochmal sämtliche Gegner geplättet. Da habe ich auch noch ein paar Erfahrungspunkte gekriegt. Und was ich hier auch witzig finde, ihr merkt diese vielen Wege, die da oben sind. Das sieht ja schon fast wie ein Labyrinth aus, aber ihr merkt, wie schnell am oberen Bildschirm sich die Köpfe von denen die Strecken da entlang bewegen. Welch fest für die Pupille. Ich glaube, das ist ein Kobaltsternsplitter. Das ist er in der Tat. Der steckt da einfach so drinnen, ziemlich unbewacht. Naja, damit hätten wir dann bereits viel später, nicht wahr? Wir müssen in Bergen. Wir wissen ja, es gibt 6 Stück, also 6 Kobaltsternsplitter, und damit hätten wir schon 4. Ich glaube, es ist kein allzu großer Spoiler, oder wurde das schon mal gesagt? Ganz klar, den letzten hat Prinzessin Peach, der Kobaltstern hat ja schon mal zu uns gesprochen, wer das noch vor ein paar Parts weiß, und der hat ja zu uns gesprochen. Und wer redet da? Vorsicht! Was machen denn Kylie Cooper und Todbert hier? Vielen Dank, dass Sie sich für den Lakito-Reisen entschieden haben. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Aufenthalt. Lakito-Reisen, ist das moderne Taxi im Pilzkönigreich? Wir haben ja schon gesehen, na gut, Mario und Luigi nicht, aber wir, der Spieler, haben gesehen, dass Todbert ja mittlerweile sein Gedächtnis wieder hat. Junge, ich habe jeden schön auf der Suche nach Jungen gedreht. Sperrt die Lausche auf und hört euch das an. Es hat mal ausnahmsweise nichts mit Schlagzeilen zu tun. Wow. Passt auf, ich bin auf etwas gestoßen, das noch größer als groß ist. Es begann, dass ich aus dem Mutterschiff stürzte, während es über Yoshi's Island flog. Nun, ich bin direkt auf Todbert's getupften Deckel gelandet. Yep, kawump, direkt auf die Rübe ist sie mir gesprungen. Und dann geschah es, und zwar alles mein. Mein Gedächtnis kam zurück. Ich hielt dies bei mir verborgen. Es ist ein Kobaltsternsplitter. Na, das vereinfacht die Situation doch. Jetzt haben wir schon 5. Und mit 5 können wir ja laut dem Kobaltstern selbst schon ins Schubschloss, wo Prinzessin Peach den letzten Splitter hat. Ich glaube, wurde das irgendwo erwähnt, oder? Naja, egal. Hoffentlich war das kein allzu großer Spoiler. Jetzt ist einer dieser Kobaltsternsplitter, nach denen ihr gesucht habt. Na, her damit. Wenn ihr alle Kobaltsternsplitter findet, werdet ihr das Königreich retten. Das ist es doch, was ihr alle glaubt, oder? Der Kobaltstern hat uns doch selber bestätigt. Aber, selbst wenn ihr den Kobaltstern wiederherstellt, die Schubse besiegen wird. Dennoch unmöglich sein. Und wieso das? Du hast doch vor, alle Splitter zu weinen, nicht wahr, Schnauzbart? Aber sicher doch. Nein, tu es nicht! Nein! Was ist denn mit Todbert los? Der dreht ja völlig am Rad. Was ist mit ihm los? Warte!
Okay, auf jeden Fall hat er den Splitter noch. Und der Kobaltstern wird immer verrückter. Klar, er will wieder zusammengesetzt werden. Der Kobaltstern versucht mit uns in Kontakt zu treten. Selbstverständlich bin ich programmiert, dies zu übersetzifizieren. Voraus, voraus, etwas voraus. Eine starke Macht winkt. Schnell, schnell. Ups, das letzte schnell habe ich ein bisschen verrübst gesagt. Entschuldige. Es scheint, es befinden wir uns auf dem richtigen Pfad. Zurück zum Abenteuer. Klar, Todbert hat ja den bislang letzten Splitter. Das vereinfacht die Situation. Dass Todbert den nicht bemerkt hat, ich meine, hat er nie in seine Taschen gegriffen? Wir hätten ja ihn rein theoretisch schon in Jobs Magen haben können, als wir da mit Todbert geredet haben. Aber, naja, greift Todbert, greifen die Tods, haben die Tods überhaupt Taschen? Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie generell in Nintendo-Spielen, also jetzt nicht nur in Mario-Spielen, wie zum Beispiel, okay, ich überlege gerade, wie das hier nochmal ginge, generell in Nintendo-Spielen, weil ja weiß, der gute Link, der packt da ja ganze, Moment mal, oder muss ich da einfach nur mit dem, ich glaube einfach nur so, oder? Ja, denke ich mir, oder? Oder, Moment, das weiß ich jetzt auf die Schnelle nicht, wie das geht. Okay, aber mit ein bisschen Überlegung wird das schon was. Okay, oh, die Babys, die kommen ja so nicht rauf. Aber ich glaube, mit den Babys müssen wir arbeiten, oder? Glaub schon. Naja, und Todbert. Ich finde es echt immer erstaunlich, was die Nintendo-Charaktere alles in ihre Taschen reinkriegen. Weil er weiß, der Bewohner aus... Obwohl, andererseits, Moment mal. Oh, Moment, ich glaube, ich weiß, wie das ginge. Denn wir sehen ja, da oben ist ein kleiner Eingang, oder? Das läuft ja super. Naja, gut, was wollte ich sagen? Oder geht's da links irgendwie weiter? Ich weiß es gerade auf die Schnelle nicht. Der Sternschrein hier. Ja, also ich würde echt sagen, das hier ist der echte Sternschrein. Aber ich habe echt früher jahrelang nicht gecheckt, dass das hier echt der Stern, dass das hier immer noch der Sternschrein ist. Na gut, ich habe es auch selten gezockt. Oder, na gut, dann glaube ich aber eher, dass es da links weitergeht, würde ich eigentlich eher behaupten. Naja, wie gesagt, diesen Bereich hier, den kenne ich echt so gut wie überhaupt nicht mehr, weil ich habe das Spiel oft angefangen früher, aber nie wirklich zu Ende gezockt. Man merkt auch daran, dass hier immer noch dieselben Charaktere sind. Oh, da brauchen wir platte Babys. Dann machen wir platte Babys mal. Oh nein, jetzt bin ich in den Typen reingerast. Und Luigi ist immer noch schwach, dann geben wir ihm sicherheitshalber mal einen Ultrapilz. So, friss mein Bruder. Das mit Luigi und dem Sterntor war im letzten Part echt witzig. Zum Beispiel, ey, was Link alles in seine Taschen reinkriegt. Da kam da ja Massen, einen ganzen Greifhaken, ganze Pfeile mit Munition, was Link in seine Taschen reinkriegt. Oder auch der Animal Crossing Bewohner, was der alles in seine Taschen einfach reinstopft. Ganze Insekten samt Käfige oder ganze Walhaie. Das fand ich in Animal Crossing unfassbar erstaunlich, was der Animal Crossing Bewohner da in seine Taschen reingestopft hat. Also das fand ich echt unfassbar, was der da in seine Taschen reingestopft hat. Das war echt unfassbar. Der Bewohner, der da ganze Haifische in seine Taschen reinstopft. Oder Mario. Auch erstaunlich fand ich, dass Mario in Mario und Luigi Dream Team dann einfach ein ganzes Bett in seine Tasche gestopft hat, wer das noch weiß. Ja, Mario und Luigi Dream Team war auch ziemlich gut, muss man sagen. Aber es ist echt erstaunlich, was die Nintendo-Charaktere alles in ihre Taschen reinkriegen. Oder auch der Pokémon-Trainer, der kann ja auch so unfassbar viel in sich in seine Taschen reinstopfen. Ganze Pokémons. Obwohl, die sind ja in den Pokébällen drinnen, aber... Generell erstaunlich, was die Nintendo-Charaktere alles in ihre Taschen reinquetschen. Naja, dafür lieben wir Nintendo ja, weil diese Charaktere einfach irgendwas in ihre Taschen ins Inventar stopfen können. Na gut, in dem Spiel gibt es ja noch eine überzeugende Erklärung dafür, nämlich den Steck weg. Denn der hat ja noch eine plausible Erklärung dafür, denn der ist ja ein Koffer, der scheinbar eine Art, ja, von Igitt geschaffenes Kirby-Universum, kann man das so sagen? Denn Kirby hat ja in seinem Magen, weil Kirby kann nichts verstehen, der hat ja einen Wundermagen, wie man in der Serie gesehen hat. Oh Mann, ich will die Babys doch nur plattwalzen, das klingt gut. Ach so, ah ja, stimmt, ich glaube, die Babys, die müssen ja in dieser, genau hier so stehen. So, und Beeilung, Beeilung, Beeilung. Wir müssen schnell zum nächsten Propeller. Sehr gut. Und weiter. Gut, ich muss ganz ehrlich stehen, bis hier, also bis zu diesem Punkt hier habe ich den Part, ehrlich gesagt, vor ein paar Tagen schon mal aufgenommen. Ich habe so ja eh erzählt, weil mein alter PC dann so schlecht war, habe ich den Part dann abbrechen müssen. Und das, Moment mal, wo ging es da entlang? Eieieiei, hier drinnen sind wir auch geschützt davor, dass wir groß werden, denn ihr wisst ja warum. Moment, was war da links? Oh, rein! Ah! Aber ich möchte wissen, was da links ist. Ich bin sicher, da ist irgendein Orden oder so. Wollen wir mal nachschauen. Und wie man sagt, bis hierher habe ich den Part schon einmal aufgenommen, aber der ging schief. Obwohl, ja, stimmt ja, im vorigen Part bin ich auch gleich hier nach in diese Richtung gegangen. Naja, egal.
Und dieser erst aufgenommene Partner, der ging furchtbar schief, weil der einfach verruckelt war bis zum geht nicht mehr. Dieser Party ist nebenbei auch der erste, der auf meinem neuen PC aufgenommen wird und auf dem hier laufen die Aufnahmen wesentlich besser, flüssiger. Und so will man doch ein gescheites Mario und Luigi. Das habe ich auch noch nie gesehen. Okay. Babykuchen. Und der gute Topbert hat einfach so die ganze Zeit. Na gut, bei dem Gedächtnisverlust. Aber andererseits, wenn ich nicht wüsste, wer ich bin, dann würde ich erstmal meine Taschen durchsehen, um zu sehen, was ist das zum Beispiel? Ein Splitter. Bin ich Diamantensammler vielleicht? Meine Meinung, aber naja, Nintendo-Logik eben. Naja, aber warum will Topbert nicht, dass wir die Splitter vereinen? Das hilft uns doch. Der Kobaltchen hat es ja uns selber bestätigt. Also hier gehen wirklich einige sehr kuriose Dinge vor sich. Okay, hier haben wir ein Bühnchen. Hervorragend. Ich finde ja aber auch echt die Grafik am Sternenschrein so schön, muss man sagen. Ja, wirklich, echt wunderbar. Ah ja, ich habe zuerst gedacht, da können wir jetzt rein, aber nein, da kommen wir raus. Überall sagt den Bereich, den kenne ich leider überhaupt nicht mehr, weil ich bin einfach so selten hierher gekommen. Ich habe das Spiel, wie man sagt, früher kaum gespielt. So, ich glaube, so dreimal habe ich es nur durchgespielt, wenn man sich anschaut. Ich habe die anderen Mario und Luigi's Abenteuer Bowser und Superstar Saga 13 Mal durchgespielt. Und das hier habe ich wirklich nicht so oft durchgespielt. Ich habe mich früher mal ein bisschen gegen das Spiel gewehrt, kann man sagen. Weil, wie soll man sagen, ich habe es immer so behandelt als das schlechteste Mario und Luigi. Obwohl es ja eigentlich nicht ist. Das ist ja mittlerweile Paper Jam. Und jetzt, wo ich sie mal wieder spiele, muss ich ganz ehrlich sagen, ich hatte vollkommen Unrecht. Das hier ist super. Also wenn man ein Spiel nach jahrelang wieder spielt, man braucht manchmal ein bisschen Distanz. Was ich im Moment ehrlich gesagt von der... Moment mal, ich brauche die Babys aber wieder. Denke ich mir ja. Die können ja einfach... So, ihr merkt, dieser Bereich, in dem wir jetzt sind, der sieht ein bisschen aus wie ein Gesicht. Heißt das etwa, wir bekommen einen Bosskampf? Ich glaube schon, oder? Ja. Hier kommt jetzt ein Bosskampf. Oh ja. Aber erstmal noch alle Items mitnehmen. Okidoki, aber warum will Topbert echt nicht, dass wir den Kobaltstern zusammentun? Ich meine, mit 5 Kobaltsternsplittern könnten wir ja jetzt schon in den Schuhpalast rein. Wurde das schon mal erwähnt? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich habe in letzter Zeit so ein löchriges Gedächtnis, aber... Oh, oh, was ist jetzt los? Naja, auf jeden Fall Kylie Cooper auch gleich mal hinterher. Okay. Oh oh, was ist passiert? Ui, 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 ui. Die beiden sehen nicht gut aus. Monster! Gefahr! Der Kobaltstern! Mario, meine Zeichnung! Die Zeichnung, die ich angefertigt habe, die Antwort liegt darin, die versteckte Antwort! Für was? Eine Zeichnung, der Schmutzfleck reibt ihn weg. Okidoki, das ist nebenbei eine ziemlich kuriose Angelegenheit. Nämlich, das ist der einzige Bereich im ganzen Spiel, wo wir den Touchpen gebrauchen. Also ich habe ja jetzt so den Touchpen von meinem 3DS und reibt gerade den Fleck mit dem Stift meines 3DS weg. Deshalb habe ich ihn auch gerade rausgeholt, das Geräusch habt ihr vielleicht gerade gehört. Ja, und Mario und Luigi, also sagen wir es mal so, in Mario und Luigi Abenteuer Bowser und auch in Mario und Luigi Dream Team wurde der Stift wurde dann wirklich öfters verwendet, der Touchpen. In Mario und Luigi Abenteuer Bowser und Dream Team in Paper Jam nicht so, aber hier in Zusammen durch die Zeit wurde er echt nur ein einziges Mal verwendet und das ist eben hier. Naja, hier sehen wir halt Prinzessin Peach, wie sie sich versucht, mit dem Kobaltstern gegen Prinzessin Schub zu wehren, aber irgendwie kann ich da trotzdem nicht viel erkennen. Oder? Was ist das? Was ist denn das hier? Was ist das? Das sieht aus wie Prinzessin Schub, nur einfach kleiner. Was ist das denn? Na Mario, was du dort siehst, ist... Oh oh! Wen haben wir da? Noch einen Schuhbold. Wir hatten ja schon Junior Schuhbold und Schuhbold Glimmel und... Oh mein Gott! Nein! Topbert! Nein! Topbert hat uns noch nicht sagen können, was das da auf seiner Zeichnung ist! Na tolle Wurst! Aber dafür kriegen wir jetzt erstmal einen Bosskampf, den ich gar nicht mal so leicht in Erinnerung hatte. Ich glaube, genau, wir müssen einfach nur fest genug auf ihn eindreschen. Ja, ich durfte es in dem Spiel eigentlich seit neuem nicht mehr so viele... Okay, bei dem, auf den darf ich glaube ich nicht draufspringen, weil er halt Stacheln hat. Ich glaube, da ist der Blumenmix am besten. Dann führen wir den mal aus. Okidoki. Der Blumenmix, ja, der wird immer so als die beste Attacke im Spiel dargestellt und als die stärkste. Allerdings kann ich den leider nicht so gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn ihr merkt, das hier war gerade... Okay, ich habe ganz vergessen, dass das gegen den ja gar nichts bringt. Okay.
Okay, aber jetzt kann ich Kanonengeballer machen. Oder nein, noch besser, Trampolin. Okay, das habe ich vergessen, dass der Blumenmix gegen den gar nichts bringt. Okay, aber so können wir dem jetzt schön viel Schaden machen. Hervorragend. Ich denke mir ja, bei dem gab es so eine... Warte mal. Oh, jetzt hat sich der Bildschirm verdunkelt. Der Bildschirm hat sich verdunkelt. Verdammt. Ich hoffe... Ich muss jetzt echt auf den 3DS an sich schauen, denn... Jetzt habe ich es vergeigt. Ich hoffe, ihr seht das noch nicht. Das ist wie bei... Moment mal. Okay, ich glaube, es nimmt weiter auf. Ich glaube, die Aufnahme nimmt weiter auf. Nur der Bildschirm hat sich gerade verdunkelt. Wir hatten ja neulich in Let's Play Super Mario 3D Land so einen üblen Aufnahmefehl, weil das noch weiß. Mario! Nein! Und da ist Mario. Und da hat Luigi auch noch angegriffen. Okay, wir müssen Mario aber auf jeden Fall wieder zurückholen, denn den brauchen wir. Okay, aber ich glaube, es hat weiter aufgenommen, oder? Also jetzt nimmt es auf jeden Fall noch auf. Denn wir hatten ja, wie bereits gesagt, mit dem Bildschirm schon ein paar Probleme in Let's Play Super Mario 3D Land, weshalb ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen erschrocken war. Was machen wir denn gegen den am besten? Alle Attacken bringen nicht wirklich was. Ich würde echt sagen, mit Panzern können wir dem noch am meisten Schaden machen, oder? Probieren wir es mal aus, wie viel das bringt. Ei! Das bringt ja super viel. Okay, alle... Ja, so schwer ist es ja mit den Stachelbällen nicht. Okay. Das war jetzt aber echt... Achso, der hat sich jetzt wieder aufgestellt. Okay, gut. Aber ich würde echt sagen, mit Panzern, denn ich meine, der Blumenmix bringt jetzt überhaupt nichts. Ich würde echt sagen, mit Panzern können wir gegen den am meisten ausrichten. Aber an den kann ich mich, ehrlich gesagt, von der Kampfstrategie her, ich wusste schon, dass er sich so auf den Rücken dreht und dass wir ihm dann mehr Schaden abziehen können und dass man ihn auch nicht auf ihn draufspringen darf, aber ich habe nie mehr gewusst, dass der Blumenmix vollkommen nutzlos gegen den ist. Okay, aber das war jetzt echt gerade ein Schock für mich, denn ich habe gedacht, die Aufnahme wäre wie in Super Mario 3D Land schon wieder abgebrochen. weil den Partner nicht gesehen hat, aber das ist eine andere Angelegenheit. Okidoki, aber was haben wir denn da jetzt auf der Zeichnung gesehen, um darauf mal einzugehen? Ja, wir haben gesehen, dass es scheinbar noch eine Schuhprinzessin gibt. Also ich habe damals, als ich das Spiel das erste Mal durchgespielt habe, also viele haben sich ja aufgeregt, die das Spiel jetzt played haben auf einem Emulator, weil sie gedacht haben, ein schönes Spiel für ein DS, wozu ich nicht den Touchscreen baue, das kann ich mit Emulator aufnehmen. Und dann war sowas, wo sie dann auf einmal doch den Touchpad brauchen. Ja, da gab es schon, glaube ich, ein paar witzige Geschichten auf YouTube, die ein paar Let's Plays, die schön abgebrochen werden mussten, weil einfach, naja, ich habe persönlich, ich nehme ja nicht auf Emulator, ich nehme ja auf einen 3DS auf, mit einer 3DS Capture Card, die jetzt nebenbei merkt, auch super flüssig läuft, im Gegensatz zu den letzten Parts, die ja allesamt ein paar kleinere Ruckler hatten. Aber das hier, das läuft flüssig, hervorragend. Ja, und was haben wir jetzt da auf der Zeichnung, Jöp? Was haben wir da jetzt auf der Zeichnung gesehen? Es sieht aus, als würde da noch ein Wesen, das aussieht wie Prinzessin Schub herumrennen. Aber... Ich kann da nicht schnell genug reagieren, wenn der seine... Oh je, Mine. Dann wird es eben Zeit für einen guten alten Hammer. Das ist doch der Hammer! Aber ist eh gar nicht mal so schlecht. Wow, so hervorragend. Mit Luigi. Nein, ich will ihn endlich mal wieder angreifen. Wow, okay, das war aber jedenfalls auf jeden Fall mal schön Schaden. Wie Mario. Sah gerade aus, als würde er ihm den Hintern auswischen. Ich habe immer gedacht, die Erwachsenen müssen den Babys den Hintern auswischen. Aber das ist jetzt eine andere Angelegenheit. So, und ja, langsam habe ich den Panzer echt immer mehr unter Kontrolle. Wow, ah. Aber ich glaube, dieses Perfekt, das werde ich in dem Spiel vor allem mit den Babys nicht hinkriegen. Okay, so jetzt... Ja, eigentlich liegt er mal wieder. Okay. Den hier hatte ich ehrlich gesagt so mittelschwer in Erinnerung. Also nicht gerade der schwerste Boss im Spiel, das sind ganz klar Bowser und Baby Bowser und der Finalboss. Aber den hier hatte ich so mittelschwer in Erinnerung. Also doch einen harten Brocken, aber nicht so schwer. Also ich hatte da den Commander Schub am Sternenhügel. Der ist schon besiegt? Okay, dann hatte ich den aber richtig in Erinnerung, dass der nämlich... Oh, im Moment, war es jetzt nicht so genau, der hat zwei Phasen. Ja, stimmt, der hat zwei Phasen. Das habe ich ja ganz vergessen. Stimmt, ja, jetzt fühlt es mir wieder ein. Oh, war es jetzt nicht so, dass wir den jetzt innerhalb einer runden Zahl besiegen müssen?
Eieieiei. Ich glaube, wenn die Zahl da oben abläuft, dann... Obwohl, nein. Wir müssen immer so arbeiten. Ja, stimmt. Aber den kann ich mir jetzt echt gar nicht mehr so genau erinnern. Mit dem Dings da oben und so. So genau kann ich mich nicht erinnern. Wie schon zur Seite fährt, damit Mario und Luigi angreifen können. Wie dumm, oder? Naja. Zu unseren Gunsten. Aber zweimal Prinzessin Shroop? Was hat das zu bedeuten? Gibt es etwa einen noch größeren Drahtzieher im Hintergrund? Und warum hat Todbert so Angst davor, dass wir den Splitter zusammenfügen? Hat dieser Kobaltstern etwa... Wir haben ja schon gesehen, dass Baby Luigi ein bisschen komisch auf die Vision am Sternenhügel reagiert hat. Aber ist mit diesem Stern wirklich irgendwas faul? Und warum... Was hat das alles mit zweimal Prinzessin Shroop zu tun? Ja. Uiuiui. Ja, an der Hand kann es natürlich. Ich springe immer mit beiden. Meine Güte, in seiner zweiten Phase kann der echt unfassbar. Ich glaube, es ist Instant Game Over, wenn das Ding da oben runterkommt, oder? Ich weiß es leider nicht mehr. Muss ich ganz ehrlich geben? Das weiß ich nicht mehr. Ich habe ja das Spiel schon echt so lange nicht mehr gespielt, dass ich, glaube ich, schon seit 10, nein, 10 Jahren ist übertrieben, aber so seit 8, 7 Jahren habe ich es, glaube ich, nicht mehr gezockt. Und jetzt packe ich es mal wieder. Das war Time Story. Ich habe X statt Y gedrückt. Das war ganz große Klasse. Aber trotzdem gar nicht mehr so schlecht. Oh, da liegt noch eine Runde, Hervorragend, noch ein Trampolin. Okay, das ist, glaube ich, der ältere Shroobold, also, oder hieß er Senior Shroobold? Auf Englisch hieß er Elder Shroobold. Also, das ist so der Erwachsene, der ältere Bruder vom Shroobold Lümmel und vom Junior Shroobold, die wir ja beide schon besiegt haben. Und er will seine Geschwister rächen. Und ich finde irgendwie die Idee mit drei Shroobold-Farben verteilt auf drei Abschnitte des Spiels eigentlich gar nicht mal so schlecht. Mir gefällt das irgendwie, wenn es mehrere Gegner in der gleichen Farbe gibt, aber die sich halt doch unterscheiden. Weiß nicht, das hat mir... Dafür hatte ich schon immer irgendwie eine Schwäche im Spiel. Wow! Wenigstens den letzten habe ich noch hingekriegt. Wow, das war gut! It's a good, wird Mario sagen. Okay, die nächste Runde brauche ich auf jeden Fall, um einmal mich aufzufrischen. Das war jetzt wirklich erschütternd. So, auf jeden Fall. Eieiei, ich riskiere es, ich muss. Aber andererseits, ich habe ja noch die Babys zum Auffrischen. Und wenn ich ihn jetzt besiege... Okay, das muss jetzt sitzen, denn ich muss ihn jetzt besiegen. Denn, na gut, wenn ich schnell reagiere, klar, so schwer sind seine Attacken jetzt auch wieder nicht. Ich habe irgendwie das Spiel so schwer in Erinnerung, aber okay, ich habe ihn besiegt. Ja gut, aber ich hatte den echt, ich habe eigentlich alle Bosse im Spiel so schwer in Erinnerung, obwohl sie es letztendlich nicht sind. Ihr habt ja gemerkt, wie lausig der jetzt war. Okay, hervorragend. Aber ein guter Boss ist es auf jeden Fall. Okay, komm, gehen wir mal in den 100er-Bereich, in den dreistelligen. Oder auch nicht. Okay, aber was ist jetzt echt los? Schade, dass Todbert jetzt gestorben ist, sag ich mal, bevor er uns sagen konnte, was es mit dieser Zeichnung auf sich hat. Wow, ein 6er! Das hatten wir bislang aber wirklich auch noch nicht. Hervorragend, oder? Ich habe die Zahl 6 schon öfters gesehen, aber haben wir in dem Let's Play schon mal die Zahl 6 bekommen? Ich weiß es nicht. Okay, wenigstens haben wir hier jetzt den Kobaltsternsplitter, den Todbert hat. Ich bin sicher, die letzten beiden Kobaltsternsplitter haben sie jetzt hier in dem Bereich noch reinquetschen müssen, weil nicht mehr genug auf das Spiel drauf ging. Das ist der Splitter, der sie in Todberts Besitz befand, wenn ich mich nicht irre. Ich nehme an, das Monster griff sie an, um an den Splitter zu gelangen. Armer Todbert, arme Kylie, welch ein Drama. Es gibt nichts, was wir jetzt noch für sie tun können, oder? Wo ist der Rest des Kobaltsterns nun hin? Ja, das ist natürlich auch die Frage, der sie uns abkaut. Oh, da ist er ja. Freust du dich denn gar nicht? Dann haben wir wieder einen Splitter für dich. Oh, weil ich freue mich, was für eine Leitung zu sehen, dass er unversehrt zurückkehrt. Was haben alle nur so mit dem Kobaltstern? Also der ist echt mysteriös. Die Anzahl der Kobaltsternsplitter in unserem Besitz lautet 5. Laut meinen Kalkulatoren sollten wir nun Zutritt zum Pilzpalast erhalten. Zurück zum Abenteuer. Wenn wir Prinzessin Peach retten und die Shroops besiegen, können wir vielleicht auch diese beiden retortifizieren. Was für ein Ausdruck. Okidoki, aber jetzt kann ich euch sagen, das hier war der endgültig letzte Bereich des Spiels. Muss ich ganz ehrlich sagen, der nächste Bereich, den wir... Achso, da. Wozu denn das, wenn ich fragen darf, der Block da? Das war jetzt wirklich der letzte Bereich des Spiels. Ja, das Let's Play neigt sich ehrlich gesagt wirklich dem Ende zu. Denn als nächstes geht's echt zum Schuhpalast.
Also der Vergangenheit meine ich, der Pilzpalast. Also wirklich zum großen Finale. Aber ja, ich sag doch, wenn jetzt schon klar ist, dass wir jetzt schon... Okay, der hier unten ist, wie man sagt, jetzt ein Eingang. Jetzt dürfen wir, glaube ich, auch. Obwohl, nein, der Zeitstrudel ist eben erst erschienen. So, und jetzt wollen wir mal sehen, wie schwach die Goombas mittlerweile sind. Naja, Goombas. Lausig wie eh und je und geben kaum Sternpunkte noch Münzen. Erfahrungspunkte. Wir sind hier nicht in Paper Mario. Auch wenn ich ein Paper Mario mit Sternpunkten mal wieder großheißen lieb haben würde. Okay, wir sind jetzt wieder in den Top Town Tunneln oder Katakomben. Wie heißt der Bereich hier eigentlich? Ich weiß es nicht. Okay, jetzt mal zum Thema Orden. Wir sind ja in der Nähe von Krankfried, der ja ein Ordengeschäft hat. Wollen wir mal schauen. Wir haben ja gerade einen Orden bekommen. Moment mal. Ich schaue mich nochmal kurz durch. Haben wir vielleicht für die Babys oder so irgendwas Besseres auf Lager? Nein, eigentlich nicht. Da muss ich mich nochmal im Laden umschauen, was Kleidung angeht. Aber ich bin eigentlich eh sehr gut. Können macht alles aus. Oh, das ist nicht so gut. Beutorden. Nein, ich flüchte nie. Nö, würde ganz ehrlich sagen, was Orden angeht, ja, weiß nicht. Ich mochte das Ordensystem aus Mario & Luigi Superstar Saga mehr. Das hier ist jetzt nicht so der Burner. Und ich würde ehrlich gesagt sagen, dass wir Krankfried gar keinen Besuch mehr abstatten werden, weil ordentechnisch weiß jetzt nicht, was da noch viel zu verbessern wäre. Falls ja, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich brauche da wirklich eure Hilfe, denn was das Ordensystem in dem Spiel angeht, da war ich leider noch nie wirklich draus schlau. Wo sind wir denn jetzt hier? Pilzpalast Verlies. Endlich! Mario hat alle 5 Kobaltsteinsplitter gefunden. Nun kannst du den Pilzpalast der Vergangenheit vom zweiten Stock des Palastes der Gegenwart besuchen. Rette den verschubifizierten Todbert und Kylie. Und all das... Damit beginnen wir im nächsten Part. Seid gespannt!